Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Gorogoa. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, das letzte Mal haben wir nämlich hier aufgehört, nachdem wir genau dieses zauberhafte Szenario freigespielt haben, wo wir festgestellt haben, dass wir in alle dieser 5 Bilder wohl irgendwie reinklicken können. Und wir sind im Endeffekt bei diesem Spiel auf der Suche nach, ich glaube, 5, ich nenne das jetzt mal Flammen, die dieser Junge, der hier hinten mit der Schale da steht, versucht in seine Schale zu sammeln. Und ich weiß nach wie vor eben nicht, woran mich das Ganze hier erinnern soll, ob das irgendwie eine Art Kriegsszenario tatsächlich darstellen soll. Wir sehen es ja hier besonders an diesem Bild, an den Trümmern. Weiß ich nicht. So, pass auf. Also. Und wir haben hier Stopp gemacht, eben weil wir in alle 5 von diesen Einzelbildern reinklicken können. Und wir fangen jetzt einfach mal an, hier oben reinzugehen. Da haben wir nämlich den Jungen. So, warte mal. Da sind wir in diesem Zimmer, aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Zimmer... Oh, können wir tatsächlich hier noch was machen? Echt jetzt? Oh, Fallträume, ganz schlimme Träume. Aber was sagt mir das jetzt? Ja, bitte? Ach du Scheiße. Okay, jetzt haben wir hier eine Karte. Warte mal, also, nochmal zum Rekapitulieren. Der hier, der so aussieht, als wäre er zusammengebrochen beim Lernen, hatte gerade einen Falltraum. Ich weiß auch nicht, ob das ein privates Zimmer ist, weil hier so viele Bücher stehen, oder ob das so eine Art Bibliothek ist. Ach, guck mal, die Buchcover. Eieiei, jetzt wird es tatsächlich sehr kompliziert, ne? Jetzt wird es sehr, sehr kompliziert. Ach, schwöre doch. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir ein Bild rausgezogen. Dann hatten wir ihn hier sitzen am Fenster. Er hat auch wieder diese komische Gestalt durch die Stadt huschen sehen. Ich wüsste gerne, was hier darunter ist, aber das werden wir wahrscheinlich nicht herausfinden. Der sitzt immer noch vorm Fenster und wir haben hier eine Karte. Gut, guck mal, wir haben jetzt wieder das Ganze mit den Türen hier. Eieieiei, ist gerade tatsächlich überhaupt nicht einfach, ne? Hier können wir nochmal raus und da können wir auf beide Buchcover gehen. Aber nur auf die beiden hier, glaube ich. Ja. Also wir können auf beide Buchcover gehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Warte mal, ich probiere es immer so ein bisschen größer zu machen. Entschuldigung, ich habe mich noch gerade noch nicht so ganz gefunden. Ich probiere es immer so ein bisschen größer zu machen, damit ihr das auch seht. Aber da ist doch, warte mal, es gibt mir doch Hilfestellung, dass ich darauf klicken kann. Ja, Treppe hoch, aber willst du mir jetzt sagen, du brauchst eine Treppe? Ich verstehe es schon wieder nicht, ich verstehe es nicht. Hier ist kein, ach doch, hier ist eine Treppe. Ja. Also manchmal sieht man es einfach nicht, ne? Entschuldigung für all diejenigen, die jetzt wieder davor gesessen haben und gesagt haben, siehst du das nicht? Entschuldigung. Ja, manchmal sieht man es nicht. Und jetzt ist er... Ach, müssen wir mit dem Jungen einfach in alle 5 Bilder reinlaufen? Das kann sein. So, jetzt ist ja einiges passiert. Also er ist jetzt in dem 2. Bild. Hier ist jetzt inzwischen Nacht geworden. Und ich finde einfach die Bilder und die Darstellung so unfassbar toll gemacht.
Nee, aber wir müssen da rein scrollen. Gut, was hast du denn jetzt hier? Was ist das? Blaue Gebetskette. Oder? Ich denke mal, dass es sowas wie eine Gebetskette ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was sollen wir tun? Sollen wir es anzünden? Also wir gucken jetzt tatsächlich erstmal hier in dieses Bild rein. Mach es doch groß! Ja, ist jetzt die spannende Frage, was wir jetzt tun können oder sollen. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht scrollen wir einfach mal wieder aus sämtlichen Bildern raus. Guck mal, das können wir ja auch gehen. Also wir können in drei Bücher... Warte, da ist doch Wasser. Guck mal, da ist doch Wasser. Mach es doch größer. Da ist doch Wasser unten. Aber... wie funktioniert das? Ja, muss da schon wieder Licht rein? Ich weiß es gerade noch nicht. Oh, was ist das? Glocke. Warte. Hier war doch auch eine Glocke. Aber er läuft weiter. Hier, da ist eine Glocke. Da. Mach es doch! Geh doch darauf! Also, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, dass du drauf klickst wie bescheuert, aber es passiert einfach nichts. Sekunde. So, also pass auf. Vielleicht sollen wir jetzt einfach nur... Haha, so, jetzt wird ein Schuh draus. Ist nicht gut? Doch. Hätte ich jetzt gedacht, weil das ja das Bild mit der Glocke ist. Sollen wir das nicht miteinander verbinden? So, also bei diesem Rätsel verstehe ich gerade tatsächlich nur Bahnhof. Warte mal, guck mal, hier haben wir ja auch die Sonne. Vielleicht müssen wir das komplett anders zusammenpuzzeln. Ah, warte. Damit wir das da oben gedreht bekommen. So, nur wohin? Das weiß ich nicht. Wohin sollen wir es drehen? Zur Nacht? Ich weiß gerade nicht, auf welche Szenerie wir das Ganze drehen. Was haben wir, wenn wir jetzt Tag haben? Oh, das ist tatsächlich gerade gar nicht so leicht. Also, er muss... Aber wie kommt er denn jetzt da unten rein? Ja, das weiß ich gerade tatsächlich nicht. So, wir haben dieses Bild, aus dem kommen wir raus. Weiß ich aber nicht, ob wir raus müssen. Vielleicht müssen wir aus diesem hier raus. Ah, vielleicht, warte mal, und vielleicht, weil da unten haben wir ja Feuer in dem hier. Weil ich glaube ja, wir müssen hier vielleicht die Kerze anzünden und Wasser machen. Also bei diesem Rätsel stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich würde daher vorschlagen, ich gehe aus allem erstmal so weit raus, wie ich rausgehen kann.
Weil ich weiß tatsächlich auch nicht. Ja, siehst du, da fehlen nämlich die Worte. Ich weiß auch nicht mal, was ich sagen will. Also wir scrollen bei allem erstmal raus. Aber ich glaube, ja, hier müssen wir tatsächlich auf die Bücher. Ich mache das mal groß, damit ich es selber auch sehen kann. Also, wir haben hier einmal ein Buch mit der Glocke. Entschuldigung, jetzt ist meine Stimme weg. Da war doch die Stimme weg. Also, ein Buch, wo eine Glocke drauf ist und dann läutet er auch. Was bei diesem zweiten hier passiert, weiß ich noch nicht. Und das dritte haben wir ja auch noch. Da will ich jetzt nicht schon wieder raus. Aber wir müssen eigentlich eher... Da haben wir auch die Glocke. Ich sehe bis jetzt eben noch keine Verbindung. Warte mal, und wenn wir jetzt hier reingehen? Ja, weiß ich nicht. Also er hier mit der Glocke macht nichts, ne? Ja, und wenn wir vielleicht das Ganze auf einen anderen... Also... Ich weiß ja gerade nicht, worauf wir es drehen müssen, verstehst du? So, wenn wir das jetzt so haben... Haben wir einen, der Schmetterlinge freilässt? Da haben wir... Na, ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun soll. Ich finde es gerade sehr, sehr schwer. Weil wir können ja auch, wenn wir hier an die Sachen nah ran... Ach doch, warte mal, guck mal, da haben wir die Berge. Läuft er Treppe hoch? Aber wo läuft er dann hin? Das wäre vielleicht das hier? Ach, guck mal, siehst du, das ist wieder so eine Geschichte... Eieiei, aber wo läuft er denn hin? Warte, hat er nicht... Warte mal, da ist doch Wasser. Wo haben wir das gehabt? Wo haben wir das gehabt? Wo haben wir das gehabt? Er sammelt doch hier Wasser. Ist doch eine Kelle, ne? In welchem Screen hatten wir denn die Kelle? Oh, ich bin, also sowas verwirrt mich, ne? Tausend Bildschirme. War das in dem? Und wenn wir jetzt auf das hier gehen... Haben wir das mit der Kerze, siehst du? Ich muss es nur noch irgendwie versuchen, miteinander zu kombinieren. Weil Kerze haben wir... Wo haben wir denn hier die Kerze gehabt? Hä? Das war doch alles über den Bildschirm, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, also wir müssen den Jungen aus diesem Screen irgendwie in den anderen Screen bekommen. Aber das Ding ist, mir ist bis jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie eine Verbindung hätte
schaffen können, verstehst du? Also du siehst, manchmal, ich klicke da zweimal drauf und es passiert einfach nichts. Also ist so ein bisschen bedienungstechnisch fürs Mobile Phone ein bisschen, naja, ne? So, also, yeah, ich bin gerade am Meckern, weil ich nicht weiterkomme. Entschuldigung. Also, warte. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach alle Szenarien, die wir haben, einfach mal gut angucken. So, hier haben wir den Berg. So, der Berg ist ja noch keine Verbindung zu dem. Wir müssen irgendwie etwas finden, was so aussieht. Weiß ich noch nicht, wo er hinläuft. Das ist die Frage, ne? Glaube ich eher nicht, weil auch mit dieser Szenerie, die uns ja das hier so ein bisschen bewegt. Mir fehlen mir schon wieder die Worte, weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen soll. Ach, ist das dumm. Aber haben wir jemals versucht, in die irgendwie reinzuklicken? Ja, haben wir, bei den Schmetterlingen, ne? Guck mal, da haben wir nämlich im Hintergrund hier diese zwei Türme, wo er auch nämlich Treppe hochlaufen kann. Können wir uns merken? Was haben wir hier? Oh, das sieht so aus, als würde er den Pfau umbringen wollen. Weiß ich noch nicht. Und wenn wir da irgendwie eine Verbindung schaffen müssen? Pass auf, wir drehen es jetzt einfach mal rum. Ich glaube, dazu müssen wir auf das Bild. Aber wie drehen wir es jetzt? Ich mache erstmal Stopp. Könnte sein. Könnte sein, dass wir da hin müssen. Es ist das Einzige, was hier so eine hellen Häuser irgendwie hat, ne? Und es würde halt auch zu dem Typen mit der Glocke passen. Wir drehen es mal. Ich hoffe, dass es jetzt unten ankommt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Finde ich zumindest nur schon wieder sehr, sehr verwirrend. Doch, guck doch mal. Ja. Und wenn wir das jetzt... Aber... Nee, guck mal, siehst du, warte mal, also es sind die Blumen, aber wir müssen es drehen. Ich glaube, ich habe eine Idee, Ich glaube, dieser Kreis hier muss links stehen auf 9 Uhr. Oh, wenn das stimmt, ne? Wenn das stimmt, das ist jetzt schon wieder so verworren. Da kommt doch wieder kein Mensch drauf. Oh. Ja, manchmal finde ich es, muss ich sagen, ich weiß schon wieder nicht, was ich hier mit der Hand mache, finde ich es persönlich so ein bisschen schwierig, die Sachen zu erkennen. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir es jetzt schon wieder relativ spät haben. Möglich. So, pass auf, jetzt... Und jetzt kann ich aus dem jetzt wieder raus. Jetzt bist du... Achso, jetzt brauchst du etwas dahinter. Was willst du jetzt? Das hier. Zack! Läufst jetzt rein? Yes. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was da oben rechts passiert ist. Jetzt ist dunkel geworden, ne? Also jetzt will er tatsächlich nach da. Ich glaube, jetzt brauchen wir dieses Treppendings. Was ist denn jetzt passiert? Sieht aus wie so ein Kirchenfenster. Wow, ist aber echt schön, ne? Warte mal, ich mach's mal groß. Wow, das ist echt toll, ne? Also grafisch wirklich... Richtig gut.
Wow, können wir mit denen jetzt auch irgendwas machen? Müssen wir mit denen jetzt auch irgendwas machen? Eieiei, ist das schon wieder schwierig. Also, hier haben wir nämlich auch zwei mit einer Kerze. Ah, warte. Das ist doch das Gleiche. Wir müssen es nur rumdrehen. Aber wie bekommen wir jetzt das gedreht? Das hier müssen wir drehen. Also würde ich jetzt mal vermuten. Weil guck mal, hier haben wir ja jetzt auch wieder diese Szenerie. Da hinten, das da. Nur verdreht. Ist nur die Frage, wie kriegen wir es gedreht? Weil das wäre ja genau das hier, was wir haben. Oder wir müssen es... Ach, ich weiß gerade nicht, wie wir es drehen sollen. So, das sind die vier Punkte, wo wir reinklicken können. Ich habe tatsächlich verstanden. Ja, ich denke, dass es das da links ist, dass wir da irgendwas mit den Treppen, weil das ist ja ungefähr das Gleiche, was wir hier auch sehen, aber da hätten wir nämlich eine Treppe als Verbindung. So, spannende Frage. Wie erreichen wir das jetzt? Haben wir irgendwo etwas, was nach Blume aussieht? Mach's doch groß! Es klappt schon wieder. Semi. Nicht. Oder das hier. Hör doch einfach mit dem Gebimmel auf, bitte. Psst. Ich sehe jetzt überall diese Blumen, ne? Ich sehe sie jetzt überall. Ah, warte mal. Da dreht sich was. 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 Aber macht er auch irgendwann Stopp? Jetzt macht er Stopp. Warte. Mach's groß. Klick doch drauf. Und... Ah, wir müssen es nochmal rumdrehen. Wir müssen es... Damit... Ja. Ich hab verstanden. Ich glaube... Warte. Das kriege ich hin. Ah, auf sowas musst du auch erstmal kommen. Das heißt, es muss unten stehen. Es muss unten stehen, damit das funktioniert. Ist so ein bisschen jetzt wie Glücksrad. Wo steht es jetzt? Jetzt steht es rechts. Also noch einmal. Ja, es steht unten. Yes. Leute. Warte mal, ich mach das mal groß. Ach so, kann ich nicht. Pass auf, jetzt. Ja, wir kommen mit dem anderen Bildschirm. Oh, langsam bahnen wir uns den Weg durch die Bilder. So, jetzt können wir das wieder rausziehen, weil jetzt ist er ja hier jetzt in diesem Screen. Zack. Ja, vorletzte. So, jetzt habe ich schon wieder nicht drauf aufgepasst, was da unten jetzt passiert. Oh, wow, jetzt haben wir das nächste Bild. Ach, Leute, warte. Aber ich glaube, unsere Folge ist schon wieder vorbei. Ja, unsere Folge ist schon wieder vorbei. Ich habe nur das Gefühl, dass ich mich dann nicht mehr reinfinden werde. Ich glaube, ich nehme deswegen einfach gleich noch eine Folge auf. Ich hoffe, ihr hattet mit der Folge jetzt viel, viel Spaß, meine Lieben, und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier auf meinem Kanal wiedersehen. Und bis dahin seid ein wenig dirty und genießt das. Tschüss!